Keine Sorge, Ihr Fernseher ist nicht kaputt. So sahen sie nun mal aus, die Videospiele der 70er Jahre. Ein paar Pixel, die man per Joystick auf dem Atari hin und her schieben konnte. Die Grafik war für heutige Verhältnisse wirklich billigst, ne? Hat erst gedacht, oh Gott, was ist das denn? Also da kann man hier mit so einem Filzstift auf dem Blatt Papier rummalen. Aber wenn man sich damit eingelassen hat, auf einmal hat das Spaß gemacht. Markus Will ist begeisterter Retro-Gamer. Sein Arbeitgeber Heise Medien sponsort die Ausstellung Highscore hier in Hannovers altem Kaufhof. Weit mehr als 100 Konsolen aus 5 Jahrzehnten sind hier zu sehen. Und da kommen gleich ein paar nostalgische Kindheitserinnerungen hoch. Mein Papa hat sich nicht für Computer interessiert, also überhaupt nicht. Weil der fand es halt immer blöd, dass wir dann morgens manchmal total unausgeschlafen waren oder was, weil wir gedaddelt haben. Und naja, dann hat er sich mal mit rangesetzt. Da hat er es dann gespielt und gespielt und gespielt. Ich war im Bett, mein Bruder war im Bett, er saß noch davor und guckte so, ach du lieber Himmel, ist ja 3:30. Viele der Konsolen hier sind echte Raritäten, teilweise mehrere tausend Euro wert. Anders als heute gab es früher unzählige Konsolenhersteller, auch aus Deutschland. Und von Jahr zu Jahr wurden die Spiele aufwendiger. Ein Hit der 80er, der Amiga 500. Ein Computer wie eine Revolution im Kinderzimmer. Ich konnte es nicht glauben, was da gerade vor sich geht. Und es war so. Ja, man hat sich wirklich gefragt, was soll jetzt noch kommen. Und man hat sich auch so ein Teil von was Großem gefühlt. Also man merkt so, hier klopft gerade die Zukunft an. Ne? Und das war so das Gefühl, was ich damals hatte. Die eigene Spielhalle zu Hause. Mittlerweile ein Multimilliarden-Euro-Geschäft. Denn die Generation Spielkonsole ist erwachsen geworden. Auch wenn immer noch hin und wieder das Kind durchkommt. Ah. Konsolen oder Computer mussten schon relativ robust sein. Gerade wenn man gegen den großen Bruder gespielt hat, dann flog auch schon mal der Joystick dann an die Wand ran. Es gibt schon erhebliches Frustpotenzial. Wer meint, dass Ego-Shooter aggressiv machen, der ist bei Mario Kart noch nie kurz vorm Ziel als Erstplatzierter auf eine Banane gefahren. Der Eintritt für die Ausstellung in Hannover kostet 12 Euro. Das Gefühl, wie früher wieder ein paar Pixel hin und her schieben zu können, mit Sicherheit unbezahlbar.